Joey Heindle hat eine Rolle in einem Thriller ergattert. Im Interview erzählt er, wie es zu dieser großen Chance kam. Für Joey Heindle, 28, geht es hoch hinaus. Der Sänger und Reality-Star hat eine Rolle in einem internationalen Thriller ergattert. Der 28-Jährige spielt den kleinen Bruder eines Mafia-Killers in Someone This Night. Heindle darf neben Schauspielgrößen wie Kostas Mandylor, 56, SAW 3, und Michael Madsen, 64, Kill Bill, drehen. Auch Julia Roberts Bruder Eric Roberts, 65, Suits, ist dabei. Heindle betritt mit dieser Rolle ein ganz neues Terrain, und das gefällt ihm, wie er sagt. Es ist eine Herausforderung, aber es macht viel Spaß. Der Ex-DSDS-Kandidat nutzt die Rolle als Chance. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot on News erklärt er, was ihn am Schauspiel fasziniert und wer sein Vorbild ist. Außerdem verrät er, weshalb es ihm offenbar nichts ausmacht, dass er für seine Darbietung keinen Cent bekommt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Filmrolle. Wie ist es dazu gekommen, Joey Heindle? Das ist eine lange Geschichte. Ted Wind ist der Co-Produzent von Someone This Night. Ihn kenne ich schon seit 6 Jahren. Ich habe ihn früher oft mit zu Veranstaltungen genommen und erklärt, dass er zu mir gehört. Das hat er bis heute nicht vergessen. Es hat sich für ihn ergeben, dass er den Regisseur, Vjekoslav Katusin, durch Zufall kennengelernt hat. Er hat bei ihm eine Rolle in seinem letzten Film bekommen, bei Someone This Night wurde er dann als Co-Produzent hinzugezogen und hat mich gefragt, ob ich mal Lust hätte, in einem Film mitzuspielen. Ich wurde direkt mit ins Boot geholt und habe die Rolle des kleinen Bruders eines Mafia-Killers bekommen. Es sollte eigentlich gar keine große Rolle sein. Es wäre vielleicht im Film eine Minute gewesen. Irgendwie habe ich dann schauspielerisch überzeugen können, sodass der Drehbuchautor meine Rolle vergrößern sollte. Das ist ein großes Dankeschön vom Regisseur. Wie war es für Sie neben Hollywoodstars zu drehen, Heindle? Als ich gesehen habe, dass Hollywoodstars wie Kostas Mandylor mitspielen, war das schon krass. Er ist mein Favorit. Wir sind ein bisschen um die Häuser gezogen in Baden-Baden und haben etwas getrunken. Er ist echt ein cooler Typ. Man merkt richtig, dass die Leute extrem normal sind. Du kannst mit ihnen reden. Da gibt es null Arroganz.